Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Let's Play Transport Fever, meine lieben Freunde. Wir haben letzte Folge einen Zug nach Valmo. Den haben wir auch gerade hier, da sind wir gerade unterwegs, geht gerade bergab. Wir werden jeden Moment den Tunnel passieren. Jetzt werden wir nämlich auch fix schneller. Jetzt werden wir gleich hier... Hinten ist er schon, der Tunnel, und nach dem Tunnel kommt schon der Ort. Ist nämlich ein bisschen steil, wenn es da drunter geht. Bin ich mal gespannt, wie er dann wieder hochkeucht. Aber ich glaube nicht, dass am Bahnhof schon was steht, obwohl könnte schon was stehen, ja. Hier ist der Tunnel. Das sieht aus wie so Steinchen, ne? Also so gefließte Wände irgendwie. So schaut das zumindest aus. Bisschen komisch, aber ist Gewöhnungssache. Könnte man ausbauen auf jeden Fall. Könnte man noch ausbauen. Guckt euch mal diese wunderschöne Berglandschaft an. Auf jeden Fall hier oben, hier sieht er meine Maus? Nee. Oben rechts ist der wunderschöne Fels. Kann sein, dass da schon welche stehen. Ich bin gespannt. Schaut noch nicht so aus. Wenige werden wahrscheinlich hier stehen. Stehen hier ein paar. Ich sehe bisher nur Bänke. Einer steht da. Eine Person. Eine Person. Eine Person steht hier. Der hat jetzt zu kämpfen hier hoch zu. Wird doch immer langsamer. Hätte ich wirklich die teure Variante nehmen sollen. Er kämpft. Aber 9 Stundenkilometer sind 9 Stundenkilometer. So, gucken wir mal woanders. Der ist voll besetzt. Der macht wahrscheinlich jetzt auch ordentlich Plus. Der letzte Knick hier unten, das sieht übelst lustig aus. Aber er wartet ja auch ganz schön viel, ne? 8 Leute warten jetzt runter zu und hoch zu 43. So,
Subdepot. Ich möchte Passagierwägelchen holen. Die haben wir da genommen. Und zwar in Orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schön, lassen wir den mal reinfahren. Umdrehen. Wie weit muss denn der hier fahren? Wenn wir eine Schiene reinsetzen. Zack. Am besten ja noch ein Signal hin. Ne, falsch mal habe ich das jetzt gesetzt. Na egal. Drehen wir den mal hier dann um. In 5, 4, 3, 2, 1, zack. Und ab mit dir ins Depot. Ne, hier umdrehen. Kein Weg. Naja, nochmal umdrehen. Warte auf freie Gleise. Ist ja noch nicht direkt. Ja, der war noch nicht drüber. Ja, jetzt kann man umdrehen und zack. Nee, guck mal, wir haben ja das Signal falsch gesetzt. Das muss dahin. Dahin. Und so. Jetzt haben wir es richtig gesetzt. Ah, die werden jetzt immer mehr hier. Ist aber gut, dass wir jetzt hier welche gekauft haben. Die können wir dann ransetzen. Und dann brauchen wir keinen zweiten Zug kaufen. Guck mal, der kommt jetzt erst hier raus. Krass, dass er so lange braucht. Das ist nach der Taktzeit. 21 Minuten, nee. Was? Ah, der macht plus. 13. So, pass auf. Hier tun wir jetzt ordentlich Züge ranhängen. Kommt drauf an, ob der jetzt oben oder unten landet. Oben. Ah, hier. Zack. Zack. Oh, das ist ein anderer. Gut, machen wir ein bisschen Mischmasch. Auch gut. Und zuweisen. Was war das so Brockhills, ne? Ja, der ja. Die orangen Linie. So, ich breche ab an der Stelle. Ich mache hier kurz mal Stopp. Ah. Wir sehen uns dann nächsten Folge wieder. War ein bisschen kurz, aber es fängt gerade wieder an mit Trockeln. Ich weiß nicht warum. Ist immer mal so, dass es anfängt mit Trockeln. Ich weiß nicht, wie ich das vorbeuge. Wenn, guck mal, ich kann es mal kurz abspielen lassen. Und wenn ihr das wisst, warum. Hier ist, ihr merkt es ja, ne? Hier, das ruckelt. Und die Züge bewegen sich auch ein bisschen langsamer. Und mein Pfeil bewegt sich auch komisch. Nee. Abbrechen. Ich möchte hier drauf. Kurz meine Grafikeinstellung anzeigen. Ich habe hier alles aus. Niedrig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe auch nichts im Hintergrund laufen. OBS. Und Transport Fever. Weiter ist nichts offen. Steuerung, ich wollte eh noch mal ja. Steuerung. Pause mit Pause. Was ist die Pause-Taste das hier? Zack. Ah. Ah. Pause. Pause. Ah. Gut zu wissen. Zack. Ich verabschiede mich jetzt. Ich speichere noch schnell ab. Unter Alfhausen. Was haben wir jetzt? 64. Also. Zack. Abspeichern. Und wie gesagt, bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Wenn es heißt Transport Fever. Yay. Und dann gucken wir nämlich auf hier unsere neue Linie und gucken mal, wie der Zug ausschaut. Ciao, ciao.